übergeben, der ein bisschen was von Cross-Plattform-Anwendungen mit der Technologie sieht. Gut. Einen wunderschönen guten Morgen, hallo. Ich bin schon richtig, oder? Das war übrigens gerade ein guter Hinweis mit Pause, weil da stehen keine Pausen drin. Das heißt, die 90 Minuten, die machen wir nicht als 90 Minuten, würde ich sagen, oder? Wir sagen mal so maximal 75 und dann eine Viertelstunde Bier trinken und dann Kaffee trinken und Wasser trinken und dann geht's weiter. Irgendwie sowas in der Art. Vermute ich mal. Ich weiß, es ist Samstag, es ist echt bitter, es ist saumäßig bitter, ich weiß auch gar nicht, warum ich da bin. Ja, wir haben gerade schon gesprochen, meine Kinder haben mir eigentlich einen Vogel gezeigt, wieso ich am Samstag früh nicht daheim bin. Jetzt seid ihr auch hier und ich vermute mal, ihr seid alle freiwillig hier. Ja? Ich vermute es mal, ich weiß nicht so genau. Ihr seid aber nicht auf der Arbeit, es ist nicht so die typische Arbeit, es ist fast so wie Urlaub. Ja, ihr seid nicht daheim, das ist schon mal gut. Und ihr seid nicht auf der Arbeit, das ist auch schon mal gut. Das ist so was Ähnliches wie Urlaub, das ist eigentlich schon mal sehr geil. Ja? Aber auf der anderen Seite wollen wir uns jetzt ja ein bisschen unterhalten über so eine Thematik, Cross-Plattform, was bedeutet das, wo macht Sinn, wo macht keinen Sinn und wie baut man es dann. Und da muss wenigstens ein bisschen, und wenn es auch nur vorgetäuschter Enthusiasmus ist, in diesem Raum sein. Okay? Das heißt, wir probieren diese vergnügliche Begrüßung jetzt noch ein einziges Mal total spontan. Okay? Einen wunderschönen guten Morgen, hallo! Und das Video sollte dann auch erst da anfangen, bitte nachher. Okay, also ich bin der Christian von ThinkTecture und freue mich sackrisch, dass ich heute hier bin. Eigentlich wirklich komplett dem anderen Christian und den anderen Christians und anderen Christians in dieser Firma zu verdanken, weil es hat sich sehr, sehr spannend angehört, hier heute herzukommen, um mal in einer sehr, sehr gemütlichen und familiären Atmosphäre einfach über das tägliche Doing von unseren Teams bei ThinkTecture ja, zu erzählen und auch ein bisschen ins Gespräch und in den Dialog zu kommen. Der Arbeitstitel ist echte Cross-Plattform-Anwendung mit Angular 2, Electron und Cordova für Browser, Desktop und Mobile. Viel mehr Buzzwords sind mir nicht eingefallen. Also ich habe versucht, alle Buzzwords, das ist der Abstract, das sind immer die geilsten Talks, ne, wenn der Abstract im Titel ist. Weil die Abstracts lesen eh keine. Ja, ich meine, niemand liest Abstracts. Ich glaube, du könntest Lorem Ipsum da unten rein schreiben und keiner würde es merken. Das heißt also, wir wollen heute über genau dieses Themenkonglomerat mal reden. Jetzt habe ich es immer ganz gern, wenn ich weiß, wer mir zuhört. Jetzt kenne ich natürlich hier eigentlich so gut wie gar keinen. Jetzt mal so ein bisschen Show Hands, so die Morgengymnastik am Samstag früh. Wer ist denn so, erstmal technologisch, wer kommt denn so aus der Java-Ecke? Okay, einige, cool. Wer so aus der .NET-Ecke? Okay, sind ein Ticken weniger. Und die anderen machen Visual Basic, oder was? Also Web, vielleicht so Webentwicklung, okay. Mobile-Entwicklung? Das glaube ich nicht, das kann nicht sein, echt? Ah doch, doch, das waren alles junge Leute, stimmt. Weil ich ja sonst eher so mit den grauhaarigen Leuten zu tun habe, aber genau die Jungen, die machen ja alles Mobile, ist ja alles cool und yeah, Rock'n'Roll. Wer ist gar kein Entwickler? Ja, was? Was seid ihr? Entschuldigung, was macht ihr? UX, sehr gut. Die junge Dame auch UX, oder? Nein, ich bin Projektmanagerin und Organisationsentwicklerin. Ah. Cool, cool. Also wirklich kunterbunt und vor allem natürlich dieses Thema UX und UI, dabei komme ich immer Gänsehaut und, ja, das ist wirklich so, guck mal her, hier, weil das wird immer wichtiger, komme ich gleich drauf. Okay, wer steht hier eigentlich vor euch? Also wie gesagt, Christian Weyer, ThinkTecture AG, Gründer, Vorstand und Principal Consultant, wie das so schön auf Neudeutsch heißt. Wir sind ein Team von 15 Leuten und wir machen seit 2004, erst haben wir mit einer GbR angefangen, dann später waren wir eine GmbH und Co. KG und jetzt seit 2014 sind wir eine AG. Und wir unterstützen Softwareentwickler. Das heißt also, unsere Kunden sind nie Endkunden, sondern unsere Kunden sind
Softwareentwickler. Und zwar entweder diese Softwareentwickler in einem Unternehmen, wie zum Beispiel in einer Bank oder einer Versicherung oder irgendwie ein Industriekunde, oder Softwareentwickler in Softwarefirmen, die dann Produkte bauen, die sie wieder verkaufen. Ja, also Enterprise und ISV, wie das ja so schön auf Neudeutsch heißt. Ich bin aktiv in der Branche. Ich habe jetzt dieses Jahr 20-Jähriges. Man sieht es auch langsam, ne? Also ich habe 1996 meinen ersten Vortrag gehalten und habe da auch mein erstes Projekt gemacht an der Uni. Ich habe in Darmstadt an der TU studiert und war dann bei Microsoft Consulting Services in Bad Homburg. Und wir haben für eine nicht zu nennende Bank ein internes System gebaut zur Jahr 2000-Umstellung. Und das war damals mit Active Server Pages und VB-Script. ADO, also nix .NET, sondern ADO. Wieder Gänsehaut. Ja? Genau. Seitdem ist einiges passiert, wie man weiß. ich komme klassischerweise aus der .NET-Welt, also wirklich klassischerweise. Ich habe das erste Mal C-Sharp geschrieben, da hieß .NET noch NGWS, Next Generation Windows Services, das war im Jahr 2000, bevor es dann nach .NET umbenannt wurde. Und ich habe die Anfangszeit mitgemacht, wo man in Google zu .NET nichts gefunden hat, weil .NET in Google war eine scheiß Idee zu suchen. Es hat einfach nicht funktioniert. Du musst immer nach C-Sharp oder irgendwie was anderes noch ausschmücken, ja, und dann suchen. Habe lange Zeit sehr viel mit verteilten Architekturen gemacht, und zwar ausschließlich. Ich war irgendwie lange Zeit der Meinung, alles, was die Softwareentwicklungswelt braucht, sind Server und XML. Ja, das war mal. Jetzt seit 5-6 Jahren versuche ich mich zu konzentrieren zusammen mit meinem Team auf End-to-End-Aspekte. Das heißt also natürlich verteilte Architekturen, leichtgewichtige Service-Architekturen, mobile Frontends, aber auch nicht mobile Frontends, UX-Themen kommen immer mehr hoch. Und wir machen jetzt mittlerweile im Frontend ausschließlich HTML5-basierte Anwendungen mit unseren Kunden, also wirklich webbasiert. Und im Backend machen wir so roundabout 75-80% .NET. Und der Rest, das war jetzt wirklich ein Versprecher. Und der Rest ist dann Node.js aktuell. Also mit Java haben wir nichts am Hut, ist auch ganz gut so. Das heißt, auf der einen Seite fühle ich mich sehr wohl in der .NET-Welt und auf der anderen Seite fühle ich mich aber auch relativ wohl in der Web-Welt, vor allem wenn es eben um diese UI und Client-Technologien geht und auf der Serverseite dann eher das .NET-Zeugs. Wenn es Fragen gibt, ich bin natürlich noch hier nach dem Vortrag, so eine halbe Stunde auf jeden Fall, bevor ich dann wirklich heim muss. Ansonsten, wenn es Feedback gibt zu dem Vortrag, das positive Feedback könnt ihr gerne nach Twitter schicken, das negative Feedback an meine E-Mail-Adresse bitte. Okay? Kam das so? Kam an. Okay, alles klar, gut. Wunderbar. Also, wer hat schon mal mit diesem ganzen Themenkonglomerat, das ich da jetzt auf der ersten Folie hatte, wer hat damit schon mal was gespielt oder gebaut? Ein paar, okay, das ist schon mal ganz gut. Wunderbar. Das heißt, es geht irgendwie um was ganz, ganz Langweiliges. Also das, über das ich jetzt erzähle, hier geht es nicht um coole Spiele und hier geht es nicht um 2D und 3D. Das kann man zwar auch alles machen mittlerweile im Web, ja, mit WebGL und Co. zum Beispiel und auf dem Canvas rumzeichnen, aber am Ende des Tages geht es hier um Business-Anwendungen, nämlich genau das, was unsere Kunden brauchen. Langweilige Business-Anwendungen. Und wie kann man die heutzutage bauen, sodass man halt bestimmte Anforderungen erfüllen kann. Naja, und da gibt es eben ein paar Themen, über die wir uns unterhalten wollen. Erstmal das Web als Plattform an sich, dann ja, eine client-seitige Unterstützung in Form eines Single-Page-Application-Frameworks, exemplarisch halt hier Angular 2. Und dann schauen wir, wie kann man jetzt noch den Mehrwert herausziehen, wie es der Christian vorhin auch angedeutet hat, wenn man eben nicht nur im Browser sein kann oder sein möchte, sondern auch dann zum Beispiel native Funktionalitäten auf den jeweiligen Geräten und Betriebssystemplattformen nutzen möchte, was man daran machen kann. Und ich habe da so eine kleine Beispielanwendung dabei, das ist wirklich ein Sample, also es ist weit davon entfernt, irgendwie production ready zu sein. Wir experimentieren anhand von diesem Sample auch immer selber weiter herum, wenn es um, keine Ahnung, UI, UX geht, um bestimmte Komponenten, die man macht, Build-Prozess, das ist ein Dauerthema in dieser
in dieser Welt, wie kann ich einen optimierten Continuous Integration kompatiblen Bildprozess hinbekommen und wie kann ich am Ende wirklich das Optimum aus der App hinten raus schmeißen. Und anhand von diesem Sample wollen wir uns dann eben entlanghangeln. Was bedeutet jetzt eigentlich Business Applications und was bedeutet modern? Also modern soll nicht heißen, dass das, was ihr jetzt heute baut, nicht modern ist. Um Gottes Willen. Ihr baut die geilste Software ever. Klar, jeder. Zu jedem Kunden, zu dem wir hinkommen, jeder Kunde sagt, wir sind Marktführer. Weil du weißt ja, traue nicht der Statistik, die du nicht selber fälschst. Das heißt, irgendwie haben alle die Notwendigkeit, in der jeweiligen Branche bestimmte Anwendungen zu bauen. Viele wissen aber heutzutage nicht mehr so wirklich weiter, wie sie jetzt einen neuen Ansatz gehen können und wollen, gemäß den Anforderungen, die auf sie hereinprasseln. Das ist so das, was wir immer sehen. Und das, was der Christian vorhin gesagt hat, wie viele Anrufe bekommen wir, wo der Kunde euphemistisch dann sagt, wir brauchen eine App. Und dann ist meine Antwort nicht euphemistisch, sondern fränkisch ehrlich, nö. Nö, ihr braucht keine App. Ihr werdet der erste Kunde, der wirklich eine App braucht. Und dann geht die Diskussion natürlich los. Ja, idealerweise dann nicht mehr im Telefonat, sondern dann schon in einem pragmatisch angelegten Workshop, wo man dann sieht, du brauchst viel, viel mehr als nur eine App. Für mich ist eine App, Moment, geht das hier? Für mich ist eine App so ein komisches Icon und dieses Icon ist für mich nur ein Abfallprodukt. Technologisch brauchen wir vielleicht heute Apps, aber Apps ist nur ein technologisches Abfallprodukt, was man jetzt halt in den letzten Jahren so gemacht und gebraucht hat, weil die App Stores und Steve Jobs das uns aufoktroyiert haben. Aber ich glaube, dass es diese App Store, so wie es sie heute gibt, in 5 bis 10 Jahren nicht mehr geben wird. Und einer, der noch sehr stark an den App Stores hängt, ist Apple, weil die machen damit einen Haufen Kohle. Und alle anderen interessieren sich nicht wirklich für die App Stores. Ich meine, Google, ich meine, hallo, das ist eine Web-Company. Der App Store ist halt da, der Play Store. Microsoft. Ich glaube, Microsoft zahlt maximal drauf bei seinem App Store. Weil ich meine, da passiert ja nicht viel. Ne? Und je mehr Apple in die Bredouille kommt, und das merken wir ja, von Apple kommt ja seit ein paar Jahren immer so arg viel. Ja? Wie haben all unsere Entwickler in Karlsruhe auf diese Keynote gewartet, wo das neue MacBook Pro vorgestellt wurde? Und dann sind sie heulend aus dem Livestream rausgegangen, weil, ey cool, wir haben eine Touchbar. Und einen Tag vorher hat Microsoft ein Hardware-Feuerwerk nach dem anderen abgerissen und auf einmal ist Microsoft das neue Apple und das Apple ist das neue IBM. Also irgendwas ist gerade eh komisch in dieser Welt, ne? Übrigens, ich habe hier nur Apple-Geräte rumliegen, ne? Ja. Aber man muss ja immer mit einem frischen, praktischen Blick auf die jeweilige Situation gucken. So, das heißt also, moderne Business-Anwendungen sind Anwendungen, die irgendwie fit sind für die nächste Generation. Und das ist ganz wichtig. Die nächste Generation ist das, was uns interessiert. Ein paar sitzen hier drin, teilweise. Aber ich meine sogar noch jüngere. Ja, also meine Tochter ist 15 und mein Sohn ist 10. Ich habe Glück, dass die gerade in dem Alter sind, weil ich kann die dann immer als Beispiel nehmen. Ja? Was ist denn für eine 15-Jährige, also für eine 15-Jährige Hochpubertierende, was ist da das wichtigste Stück Software heutzutage? Snapchat, okay, da ist er anders da. WhatsApp, genau. Also WhatsApp ist ganz, ganz wichtig. Und das wichtigste Feature von WhatsApp ist was? Sprachnachrichten. Okay, WhatsApp, eigentlich ein Chat. Also es gibt sowas wie Telefon, das kennen die Kinder aber nicht mehr. Ja? Die haben jetzt auf dem Telefon, mit dem sie nicht telefonieren, haben sie WhatsApp und da sprechen sie rein, dass die anderen es hören. Das ist der Use Case quasi, ja. Okay, bitte? Push-to-talk, ja genau. Also WhatsApp ist natürlich ganz, ganz wichtig. Was ist noch wichtig? Welche App oder welche Software? Nee, ja, Instagram so ein bisschen. Nee, gar nicht. Die Junge, also die, wie? YouTube, ja, Spotify. Gestern kam das neue Metallica-Album raus, wer hat es mitgekriegt? Ja, genau. Und sofort auf Spotify und sofort Flame into the Morph. Ich meine, Spotify muss schon sein heutzutage. Ne? Und
Was ist beim 10-Jährigen? Was sind da die wichtigsten Stückelchen Software, die der so nutzt? Spiele. Was? Pokémon. Nee, das ist Kindergarten. Minecraft. Minecraft, Nummer 1 by far. Und das zweitwichtigste, wieder Spotify. Das heißt also, Spotify gibt momentan so einen leichten Trend vor. Und Spotify funktioniert einfach überall. Überall, das ist das Wichtige, überall, Reach. Moderne Software und auch moderne Business-Software sollte immer betrachtet werden, wie groß die Notwendigkeit zur Reichweite ist, zum Reach ist. So, das heißt also, auf der einen Seite schreit jeder Mobile, 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 oder? Ich meine, hallo, ich brauche eine App. Nee, du brauchst keine App. Warum? Das ist ein geiler Blogpost, ja? Ode to the Desktop. Und da kommt die Gänsehaut wieder. I feel a little bad for desktop. As soon as its younger brother mobile came on the scene, everyone has been fawning over how quickly it has grown and how many friends it has. I can see why, but there are many things to like about the older brother too. Ja, und ab einem gewissen Alter wird man ja sentimental. I ran an experiment where I worked and lived for a week without using my laptop at all. At first I was impressed at the fact that I could do my job this way and the level of access and capability, but by the end of the week I felt different. I learned that, der Blogpost geht noch weiter, das könnt ihr euch alles mal angucken, ja, da ist die URL dazu. I got very tired of using mobile input. Und ich spüre das jeden Tag. Hände wie Villaroy und Boch, ja, Klodeckel. Und dann kommst du selbst bei so einem 6 Plus daher und das ist doch nur Pain, oder? Ich meine, ich will doch nicht wirklich Business Apps und Data Entry, also Formulare auf dem Phone machen. Also, I'm sorry, ich meine, mal die Kirche im Dorf lassen. Und wenn ich unsere Projekte angucke, unsere Projekte sind zu 70% locker auch immer Desktop. Immer. Natürlich braucht man mal eine App für bestimmte Use Cases, für bestimmte Randszenarien, für spezielle Anforderungen, aber am Ende des Tages ist immer der Desktop dabei. Desktop ist immer noch King, auch wenn bestimmte andere Statistiken sagen, dass sich die Kurven gerade schneiden und eben jetzt gegenläufig sind. Desktop sollten wir niemals vernachlässigen, das wird auch noch ein bisschen so dauern. Ja? So, und wenn wir über Cross-Plattform sprechen, dann meine ich wirklich Cross-Plattform und zwar alles. Ja? Unsere Desktop-PCs, unsere Laptops, unsere Tablets, unsere Phones, unsere Fernseher oder Set-Top-Boxen, unsere HoloLenses. Wer hat eine HoloLens? Bin ich der Einzige? Ich habe sie nicht dabei, die ist in Karlsruhe. Aber das ist, oh, schau. Gut, wir hätten den Talk doch anders da machen sollen, merke ich gerade. Gibt's ja. Naja, ja, wir haben es aus der USA halt importiert. Da war es noch teurer übrigens dann. Oder diese Smartwatches und wie sie alle heißen. Am Ende des Tages wird jeder Benutzer in Zukunft mehrere dieser Devices haben und das Geheimnis ist, unsere nächste Generation, ja, unserer nächsten Generation ist es egal, ob da ein Apfellogo drauf ist, ein Roboterlogo oder ein Fensterlogo. Das ist denen einfach schnutzpiep egal. Ja, klar gibt es immer noch Fanboy-Gruppen und Fangirl-Gruppen, das ist vollkommen klar, aber am Ende des Tages ist es denen wurscht und wir als Softwareentwickler müssen diesen Ball aufnehmen. Weil die nächste und die übernächste Generation sind diejenigen, die irgendwann mal in den Firmen sitzen und Software bauen oder in den Firmen sitzen und Software nutzen oder draußen als Endanwender sind und unsere Software nutzen wollen. Das heißt, es geht nicht um uns. Es geht vielleicht um ein paar Jüngere, die da in den hinteren Reihen sitzen, aber ansonsten geht es wirklich um die noch Jüngeren, die kommen werden. So. Das war das eine Buzzword, Cross-Plattform. Das andere Buzzword, Mobile First. Und da könnte ich Tage erzählen. Mobile First, was für ein Krampf man über Mobile First alles gehört hat. Also wirklich spruchreif gemacht hat es Satya Nadella. Satya Nadella ist der CEO von Microsoft, der nach Steve Ballmer kam. Das ist der Microsoft aus dem dunklen Wald geführt hat. Steve Ballmer, das war der mit Developer, 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 der hat sie in den dunklen Wald geführt und Satya hat sie dann aus dem Wald wieder rausgeholt. Und das ist wirklich ein Vordenker. Also das ist wirklich einer, ich sag's jetzt mal, der hat halt auch Eier in der Hose. Ja? Ich meine, der macht halt einfach mal was, was jetzt ungewöhnlich ist. Was auch mal sein muss. Der macht mal Brüche. Der
bringt wirklich Brüche, um danach wieder komplett neu zu starten. Und der hat halt gesagt, Microsofts neue Ausrichtung ist Mobile First, Cloud First. So, Cloud ist so ein schwieriges Thema. Ganz, ganz schwieriges Thema. Klammern wir jetzt momentan mal aus. Ich weiß, was macht der Kollege von Microsoft nachher? Macht er Cloud? Sehr gut, dann lasse ich ihm auch das. Und ich hoffe, er macht nicht zu viel Marketing, sondern er erzählt die Wahrheit. Konzentrieren wir uns auf Mobile First. Mobile First bedeutet nicht, dass ich eine App fürs Phone schreibe. Wer hätte es gedacht? Das hätte man sich jetzt ja schon fast denken können nach den letzten paar Minuten. Sondern Mobile First heißt, den mobilen Lebensstil zu adaptieren, zu erfassen und es hinzubekommen, dass sämtliche Daten, Anwendungen und Prozesse da sind, wo ich bin. Das heißt Mobile First. Und wenn das heutzutage mit einer App funktionieren muss, dann funktioniert es halt mit einer App. Aber die App, wie gesagt, sollte eigentlich maximal ein Abfallprodukt sein. Mobile First ist nicht Mobile Only. Das ist das Wichtige. Nicht Mobile Only, sondern Mobile First heißt, ja, ich kann damit diesen Lebens- und Arbeitsstil adaptieren und abbilden und habe natürlich ein optimiertes UX dann wieder für meine Phones und oder für meine Tablets. Weil am Ende des Tages ist eben diese Reichweite sehr wichtig. Und ich glaube eben, dass heute die Plattformgrenzen, die wir heute noch haben, die werden immer weniger werden und irgendwann werden sie nicht mehr relevant sein. Was habe ich gesehen? Das neue Android schlägt jetzt vor, dass die Navigation, das Navigationsmenü, so wie bei iOS eine Tab-Bar unten ist. Vorher jahrelang haben sie plädiert, dass es oben sein muss. Und ich habe nie verstanden, selbst mit meinen großen Händen, wie ich da oben überhaupt navigieren soll. Da unten ist doch viel cooler und viel einfacher. Und jetzt macht das Android auf einmal auch. Windows Mobile hat es auch, gut, das interessiert keinen. Und iOS hat es eh schon immer. Das heißt, diese ganzen Konzepte werden auch immer ähnlicher. Und diese Grenzen werden verschwimmen bis verschwinden. Und ich glaube, rein technologisch werden wir wenig Probleme haben, weil es gibt Tools, es gibt Plattformen. Ob das jetzt rein native ist mit Objective-C und Swift oder mit Java auf Android oder mit .NET auf Windows oder ob das dann sowas ist wie Xamarin, wo man mit einer, sagen wir mal, 80:20 C-Sharp-Codebase dann native Apps bauen kann oder ob es sowas ist wie die Webplattform. Es wird für alles seine Daseinberechtigung geben und alles wird seine Stärken und seine Schwächen haben. Aber ich glaube, die wirkliche Herausforderung wird User Experience sein. User Experience über alle Formfaktoren und über alle Plattformen und über alle Devices hinweg. Das ist auch tatsächlich das, wo wir momentan auch investieren, also quasi auch in Mitarbeiter, weil am Ende des Tages, ob jetzt jemand C-Sharp schreiben kann oder TypeScript, das ist mir wurscht. Entweder er ist ein guter Entwickler oder er ist kein guter Entwickler. Also, wenn ich Entwickler sage, meine ich immer Entwicklerin dazu, okay? Aber ich lasse das politisch Überkorrekte dann mal einfach im Maskulin stehen. Ist das okay? Ja, gut. Muss man ja heutzutage fragen, ne? Das heißt, wenn man ein guter Entwickler ist, dann ist man halt ein guter Entwickler. Und ob das jetzt grün angestrichen ist oder blau angestrichen ist, das Framework sollte auch nicht wirklich ausschlaggebend sein. Aber diese sehr Menschen- und Endbenutzer- und sehr psychologieangehauchte Thematik von UX, das wird immer wichtiger werden. Wir wollen vielleicht mit einer Codebasis alles erschlagen. Den Desktop mit Multimonitor, das Tablet mit bestimmten 10 Zoll oder sowas und natürlich das Smartphone, aber alles mit der gleichen Programmiersprache, mit dem gleichen Programmierframework, mit der gleichen UI-Technologie, ja, vielleicht ein bisschen angereichert in der einen oder anderen Weise auf einer bestimmten Plattform, aber dennoch muss es natürlich optimal optimiert für das jeweilige Endgerät und für den jeweiligen Formfaktor. Und ich glaube, UX wird wirklich eine der größten Herausforderungen überhaupt sein. Okay? So, schauen wir mal rein. Ich habe dir so eine Beispielanwendung versprochen. Und diese Beispielanwendung schaut jetzt so aus. Das ist Hex, heißt die Anwendung. Hex ist ein Hackathon-Manager, weil viele unserer Mitarbeiter gerne Hackathons veranstalten. Ja? Und es implementiert so ein paar Use Cases, die so klassisch sind für Business-Anwendungen. Ja? Also das erste ist, das, was Entwickler nie machen wollen, Security. Also, Login. Was hier passiert ist,
Komischerweise ist das hier Identity Server, ich weiß auch gar nicht warum. Wir haben hier jetzt so ein OAuth 2 bzw. OpenID Connect basierten Flow, wo wir uns jetzt auf einem zentralen Security Token Server einwählen oder anloggen, anmelden. Der kommt zurück. Das Passwort ist Hölle, das werdet ihr heute nie erraten. Ja. Und am Ende des Tages steckt hinter dieser Anwendung so eine klassische servicebasierte Architektur. Da komme ich gleich noch drauf. Was wir jetzt hier haben, ist eine Übersicht an Hackathons mit so einem Dashboard, weil die Dashboards sind immer ganz wichtig heutzutage. Früher hat jede gute Software ein Data Grid gebraucht, ja, für die Älteren unter uns, oder? Es war immer Data Grid, Listen, 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 Listen. Also ich gucke dich an, weil du bist noch grauer als ich. Von daher habe ich gedacht, du kommst da so ungefähr aus der Ecke mit den Data Grids, oder? Und heute muss es ein Dashboard sein. Ganz wichtig, Dashboard, Dashboard oder Portal, ne? Genau. Wir können uns hier die Details angucken. Ja, können, weiß ich, was können wir da noch alles machen? Wir können uns abmelden, das wollen wir jetzt auch nicht machen. Wir können, naja, es ist responsive, das heißt, es passt sich dann entsprechend dem jeweiligen Formfaktor auch an. Das heißt also, jetzt ist die Navigation auf einmal so klassisch mobilisch. Ne? Vorher war sie halt so desktopisch quasi, das heißt, sie war immer da mit statisch an der linken Seite festgepappt und jetzt haben wir halt hier unten so ein schönes Menü und wir haben auch hier so, oh, da kommt wieder die Gänsehaut, ja, so schön Slide in und Slide out und naja, okay, gut. Und wir haben die Möglichkeit, zum Beispiel hier unser Profil zu bearbeiten, haben ein Feature drin, na, da klappt das mit dem Responsive noch nicht so optimal, da müssen wir mal dem Entwickler auf die Finger hauen. So. Ja. Wir können die Sprache im UI umstellen, etc. pp. Gut, und wir können ein neues Foto aufnehmen. Jetzt bin ich schon wieder total verschwitzt daran. Gott, schaut scheiße aus, aber okay. Gut, das heißt also, so klassische Master-Detail-Funktionalität, strukturierte Daten, aber eben auch unstrukturierte Daten in Form von so einem Profilbild. Und wenn das jetzt alles funktioniert, müsste ich das sogar speichern können. Und er hat es dann hier drüben auch entsprechend. Gut, schöner wird es immer noch nicht. Also, okay. Genau, das sind also die klassischen Use Cases hier drin. Vielleicht nochmal bei dem Date Picker. Das ist jetzt ein selbstgebauter Date Picker. Und man sieht schon, da waren Entwickler am Werk. Das ist entwicklerhübsch, so sage ich zu immer. Da war also nicht der UX-Mann dran und der UI-Mann, sondern da war der Entwickler dran, weil es musste schnell noch für eine Konferenz fertig gemacht werden. Und das ist noch geiler, Vorsicht. Ja. Hat aber schon was. Ich meine, das ist halt minimalistisch hübsch. Irgendwie. Oder auch nicht. Gut. Passt. Das heißt, das ist jetzt so eine klassische Web-App. Und ich spreche ja hier nicht von Websites, sondern ich spreche wirklich von Apps die ganze Zeit. Und wenn man sich sowas anguckt, oder wenn man sich Minecraft, gut, Minecraft ist ein blödes Beispiel, aber wenn man sich WhatsApp anguckt, oder wenn man sich Spotify anguckt, kommt doch immer dieser Kommentar. Aber es schaut doch gar nicht aus wie eine native Anwendung. Und dann ist meine Antwort, genau. Es interessiert keinen mehr. Es interessiert in 2017 keinen mehr, was eine native Anwendung, also dass irgendwas nativ ausschaut. Das ist ja wieder dieser Punkt mit, die Grenzen verschwimmen auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Wichtig ist doch die Usability der Anwendung und der Wiedererkennungswert der Anwendung über die Formfaktoren und die Plattformen hinweg. Das ist das Erfolgsrezept von Spotify. Spotify hat die Navigation in der Mobile-App erst vor ein paar Monaten geändert. Ja, die war auch mit so einem Slide-In-Menü links, die ganzen Sachen. Und jetzt haben sie unten wieder die statische Tabbar, weil es einfach besser geeignet ist für Kinderhände. Ja, es ist so. Ja. Ich meine, am Ende des Tages kommt es auf die jeweiligen Use Cases und die Zielgruppe an, um das zu optimieren. Genau. Und da ist man natürlich mit Web-Technologie relativ gut aufgestellt, weil mit CSS oder LAS oder SAS oder wie auch immer kannst du dann halt entsprechend dieses Corporate Design, diese Corporate Identity, diese App Identity, dieses App Design einmal bauen und dann halt für die unterschiedlichen Plattformen bzw. Formfaktoren optimieren. So, wenn der Kunde anruft und sagt, er braucht eine App und ich darauf antworte, nö,
hat es erstmal nichts mit der App zu tun, sondern damit. Weil meistens kommen irgendwelche Kunden, die 15 Jahre lang Windows-Anwendungen gebaut haben und die jetzt sagen, wir brauchen eine App. Und ich verstehe schon den Schmerz und ich verstehe schon den Druck und ich weiß, dass der Geschäftsführer gerne auf dem Golfplatz mit dem iPad seinem Kompagnon das Ding zeigen würde und es ist die gleiche Datenbasis wie in der VB6-Anwendung, die sie seit 15 Jahren an ihre Endkunden verkaufen. Das verstehe ich schon alles. Aber am Ende des Tages, um dahin zu kommen, um so ein Abfallprodukt als App-Icon auf dem Homescreen zu haben, brauche ich erstmal eine passende Zielarchitektur. Weil das haben nämlich viele immer noch nicht. Es ist immer noch hinter dem Button-Click-Event-Händler Select Stern From. Das ist die Architektur. Ja? Und das ist halt ein bisschen anstrengend, weil von dieser Ausgangslage hin zu einer App zu kommen, mein lieber Gesangsverein, das ist schmerzhaft. Das ist echt schmerzhaft. Das heißt, wir müssen erstmal hinkommen, dass wir eine servicebasierte Architektur hinbekommen. Ich verwende nicht sehr gerne das Wort REST. Ich sage lieber Web-APIs, weil REST ist sehr viel mehr als das, was die meisten an APIs dann wirklich bauen. Es ist eine komplette Denke und Architekturstil und Architekturphilosophie dahinter. Kann man machen, ist aber mitunter sehr, sehr aufwendig und hat auch sehr große Auswirkungen auf das Unternehmen oder zumindest mal auf das Problemumfeld der Architektur und der Lösung. Web-APIs sind einfach über HTTPS ansprechbare, leichtgewichtige Programmierschnittstellen. Punkt. Das, was man halt früher mit Web-Services und SOAP und XML und WSDL und XSD gemacht hat, macht man halt heute mit JSON. Das war's. Achso, JSON über HTTPS. Weniger ist manchmal mehr. Ja? Und egal aus welcher Welt man kommt, für diejenigen, die Node.js machen, da gibt es entweder Express oder Restify, für diejenigen aus dem Java-Lager, da gibt es zum Beispiel Jersey oder Swing. Ja? Und in .NET halt ASP.NET Web API. Zusätzlich zu den klassischen leichtgewichtigen Services kommen aber auch immer verstärkt Mehrwertsituationen, wo ich zum Beispiel dem User in Real-Time oder in Near-Real-Time, in fast Echtzeit, Informationen ins UI zukommen lassen möchte, also Push, dass ich vom Server direkt in den Client hinein pushe. Da gibt es Push-Implementierungen auf der Plattform, also APNS, Apple Push Notification Services, es gibt Windows Push Notification Services, also es gibt Google, halt, die heißen nicht mehr Google, die heißen jetzt Firebase. Bei Google heißt jetzt alles, was cool ist, Firebase. Ja, also Firebase Push Services müsste es heißen. Oder, nee, Notification Services, FNS, Firebase Notification Services, jetzt haben wir es. Das ist das auf der Plattformebene. Wenn ich in die Anwendungsebene hineingehen möchte, dann habe ich da Frameworks, die zum Beispiel versuchen, Websockets ein bisschen einfacher nutzbar zu machen, beziehungsweise von Websockets weg zu abstrahieren, weil nicht Websockets nicht immer wirklich funktionieren. Und dann brauchst du Fallback-Mechanismen wie zum Beispiel Server-Send-Events von HTML5 oder HTTP Long-Polling etc. pp. Und da gibt es halt in .NET gibt's zum Beispiel SignalR, wo du wirklich sprichwörtlich mit 5 Zeilen Code Push implementieren kannst. In der Node.js-Welt Socket.io, das sind 4 Zeilen Code, also nochmal irgendwie cooler sozusagen. Und in der Java-Welt habe ich mir sagen lassen, gibt es sowas wie Atmosphere, aber da habe ich gar keine Erfahrung damit. Ich habe nur die Erfahrungen persönlich und bei uns im Team mit Socket.io und mit SignalR. Das heißt, dieses servicebasierte Denken ist auch normalerweise relativ untechnisch. Ich muss erst einmal wirklich fachlich herausfinden, was sind Services. Wieder zu dem Anruf, wir brauchen eine App. Nee, ihr braucht keine App, ihr müsst erst mal wissen, was ihr wollt, nämlich fachlich. Ja? Und dann müssen wir eine servicebasierte Architektur schneiden. Und dann überlegen wir uns, wie wir sie implementieren. Okay, ihr seid ein Windows- und ein .NET-Kunde, dann machen wir wahrscheinlich ASP.NET Web API. Oder wir gucken sogar schon in .NET Core rein, weil .NET Core jetzt das neue Zeugs ist. Aber die Ideen und ich meine, die Vorgehensweise ist ja irgendwo dann gleich oder ähnlich. So, jetzt gibt es einen Architekturfall, den alle unterschätzen. Und das ist Offline First. Weil dann wird es erst richtig spannend. Weil das andere ist Kindergarten. Das andere ist Schema F. Ich meine, sowas zu bauen, das sollte heutzutage jeder irgendwo relativ einfach hinbekommen können. Aber Offline First ist eine ganz andere Kiste. Offline First heißt, wie der Name schon sagt, ich muss mir zuerst über die Use Cases Gedanken machen, die ich haben möchte, wenn ich keine Verbindung habe zu meinen APIs.
Und das hört sich jetzt irgendwie einfacher an, als es ist, ist es aber nicht. Macht mal alle eure Lieblings-Apps auf euren mobilen Endgeräten an, wenn ihr im Flugmodus seid. Ihr werdet in Tränen ausbrechen, weil so gut wie keine Offline-First funktioniert. Ich sage immer wieder, warum kann ich in der Sportschau-App meine Tabelle nicht angucken, wenn ich offline bin? Ich meine, nicht, dass ich jetzt sehen will, dass Leipzig da oben steht, ne? Das will ich jetzt nicht sehen, aber warum kann ich Informationen, die ich auf dem Gerät schon hatte und die nicht echtzeitrelevant ist, warum ist die nicht da? Ja, weil keiner an diese Use Cases gedacht hat und weil keiner diese Use Cases scheinbar haben wollte. Aber die Benutzer gehen immer mehr davon aus, dass man Daten nicht immer nur online hat, sondern dass man sie eben auch offline hat. Und da muss man halt von Anfang an daran denken. Ganz extrem wird es natürlich, wenn solche Situationen aufkommen können oder entstehen können, wenn man Daten bearbeitet und Daten bearbeitet, wenn man mobil unterwegs ist und gleichzeitig ein Use Case entstehen kann, wo in der Zentrale jemand auch diesen Datensatz bearbeitet, weil dann kommt es zu Konflikten und dann wird es echt spannend. Wenn ich offline first mache im Sinne von Read-Only, dann ist alles easy peasy, oder? Dann sage ich halt, naja gut, ich liebe Sportschau-App, mach doch einfach jetzt in HTML gesprochen, window.localstorage.setItem, boom, fertig. Und beim Laden machst du ein Get-Item und gut ist, oder? Warum tust du das nicht? Das sind die einfachen Fälle. Die komplexen Fälle, naja, die entstehen eben dann, wenn Konflikte auftreten können. Gut, so. Jetzt, ich glaube, es gibt unterschiedliche Plattformen, mit denen man diese Ideen umsetzen kann. Aber momentan, und es ist immer ein Schnappschuss der aktuellen Realität, ja, des Jetzt und Hier, momentan die potenteste Plattform, um all das umsetzen zu können, von dem ich jetzt gesprochen habe, ist die Webplattform. Und zwar die Webplattform im Jahr 2016. Hätte ich diesen Vortrag vor 2 Jahren gemacht, wäre ich noch nicht so ganz wohl dabei. Oder wäre mir noch nicht so ganz wohl dabei gewesen. Das Schöne ist, bei der Webplattform passiert extrem viel in extrem kurzer Zeit, was auf der einen Seite extrem positiv ist, auf der anderen Seite auch extrem beängstigend. Ja? Wir müssen wirklich gucken, dass wir die jeweiligen, ich sag mal, Standards und Features irgendwie in den Griff bekommen. Die Webbrowser, die wir heute haben, sind ja regelrecht komplette Plattformen geworden. Ich habe da SQL-Datenbanken drin, ich habe NoSQL-Datenbanken drin, ich habe einen Memory-Profiler drin, ich habe einen CPU-Profiler drin, ich habe einen Grafik-Profiler drin, ich habe einen Debugger drin. Ich meine, hallo, das ist ja Wahnsinn. Ja. Was haben wir denn so an Browsern? Chrome schreitet voran mit neuen Features und schreitet voran mit, ich benutze 95% einer CPU-Leistung. Leider auch. Ne? Was haben wir noch? Internet Explorer. Gut, wir haben ihn halt, leider. Aber er ist ja fertig. Ich meine, da passiert ja nichts mehr außer wichtigen Security-Patches, genau. Firefox kann man machen, ja. Edge ist der absolute Burner momentan, weil alle anderen Browserhersteller gucken auf das Edge-Team und nehmen sich das Edge-Team als Benchmark mittlerweile. Und zwar wie die arbeiten, sowohl von der agilen Vorgehensweise her, von der öffentlichen Kommunikation her, die Features, die sie bauen, die Performance-Zahl, die sie hinbekommen, die Memory-Footprints. Das Chrome-Team guckt auf das Edge-Team, nicht umgekehrt. Okay? Und dann haben wir noch den neuen IE6. Manche sagen auch Safari dazu. Weil das ist halt wirklich mittlerweile das Sorgenkind. Es ist krass, wie schnell sich das ändert. Ne? Vor 2 Jahren war noch alles gut und jetzt ist alles Schiedpunkt. Ja? Also das ist echt der Wahnsinn. Apple kommt langsam wieder in Fahrt, aber dauert schon noch ein bisschen. Ja? Ich meine, sie haben jetzt das WebKit und das Safari-Team aufgestockt vor ein paar Monaten und kommen jetzt mit den Technology-Previews alle paar Wochen raus. Also machen es ähnlich wie Chrome mit den Canary-Builds oder wie Edge mit den Continuous-Updates und auch wie Firefox mit den Nightly-Builds oder der Developer-Edition von Firefox. Das heißt, da kommt was, aber es dauert halt, bis die diesen Rückstand noch ein bisschen aufholen können. Das glaube ich ganz stark. Das heißt, diese Webbrowser machen natürlich extrem viel Action mittlerweile, weil am Ende des Tages, guck mal, was hat Google ausprobiert mit den Chromebooks? Da gab es Chrome OS unten drunter und darunter war als Kern der Chromium und der Chromium ist auch der Kern vom Chrome Browser. Das heißt also, die hatten ein komplettes Betriebssystem und eine komplette Hardware-Laptop-Serie
auf einer Browser-Engine aufgebaut. Ja, dass das Geschäftsmodell nicht so geflogen ist, hat, glaube ich, andere Gründe. Ich habe auch so ein Chromebook daheim, das ist einfach eine Scheißqualität gewesen, das Zeugs. Aber die Idee und die Capabilities, die zum Beispiel so eine Engine wie Chromium hat, die sind einfach nicht wegzudiskutieren. Ja. 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 Genau. Also hier, bei uns war ja gar nichts. Ne? Ich meine, kannst du über Amazon kaufen und kannst du, glaube ich, beim Saturn kaufen irgendwo, und, aber zu vernachlässigen. Ja, das stimmt. So, wenn man moderne Software entwickelt, dann braucht man natürlich auch eine gescheite Programmiersprache. Ja? Und jetzt kannst du jedem .NET-Entwickler und jedem Java-Entwickler sagen, naja, ist ja klar, dann nimm mal JavaScript. Und die freuen sich alle. Not. Als das erste Mal JavaScript als .NET-Entwickler gemacht habe, habe ich auch gedacht, mein lieber Gesangsverein, warum muss ich mich zurückentwickeln? Auf der einen Seite ist JavaScript cool, weil diese Dynamik, die JavaScript hat, die hat natürlich auch schon was. Wenn du jetzt mit JavaScript aufwächst und das nicht anders erkennst, dann macht das alles Sinn. Wenn du aber jetzt aus einer C++, Microsoft Transaction Server, Com-Plus-Ecke kommst, über C-Sharp und .NET und dann nach JavaScript kommst, mein lieber Gesangsverein. Ja? Also, Microsoft hat das erkannt. Und der gleiche Erfinder von Delphi, der gleiche Erfinder von C-Sharp, hat dann sich halt gesagt, komm, dann helfe ich halt auch der Webwelt, nämlich der Anders Heilsberg, und hat dann gemeint, dann machen wir halt mal eine Programmiersprache, die geil ist. Und hat TypeScript erfunden. Mit seinem Team. Und TypeScript ist ein Superset von JavaScript, was am Ende des Tages kompiliert, oder da heißt es transpiliert, ja, kommt übrigens nicht von transpirieren, das ist was anderes. TypeScript wird transpiliert nach JavaScript und dann JavaScript wieder ausgeführt, zum Beispiel im Browser. Und ich brauche ein kleinseitiges Framework. Ich brauche nämlich keins. Nö, das stimmt ja gar nicht. Ich könnte ja Windows-Anwendungen oder native iOS-Anwendungen immer mit dem untersten API bauen. Oder? Also ich könnte immer Win32 in C machen. Also das heißt, ich brauche ja gar kein .NET. Ich brauche kein Windows-Forms und ich brauche kein WPF. Ich brauche kein XAML. Aber der Produktivitätsfaktor, das Produktivitätsargument ist hier natürlich ausschlaggebend. Und genauso ist es beim Web auch. Ich kann natürlich alles auf dem DOM machen, ja. Ihr dürft alles machen, nur kein jQuery. Ja, das müsst ihr mir versprechen, weil jQuery ist falsch. Also entweder wir arbeiten auf dem DOM oder wir verwenden eine Abstraktion. Und Abstraktion heißt halt, es sind Frameworks, die bringen schon bestimmte Patterns mit. Und ob das jetzt React ist, ob das jetzt Aurelia ist, ob das jetzt Vue.js ist oder ob das Angular ist, das ist mir gerade am Ende des Tages wurscht. Ja? Es sollte halt so ein SPA, so ein Single-Page-Application Framework sein. Und eben mit CSS und Flexbox, vor allem mit Flexbox, ja, ich kann jetzt in 3 Zeilen CSS Elemente zentrieren. Wir sind in 2016 angekommen, juhu! Ey, vorher hat es Doktorarbeiten gegeben darüber, wie zentriere ich Elemente mit CSS, und jetzt mache ich das in 3 Zeilen, irgendwas ist falsch gelaufen. Ja? Okay, das heißt also, das ist so die Familie aus Technologien und Ansätzen, die wir betrachten wollen. Und wenn man jetzt mal reinguckt, wir persönlich in der Firma und mit unseren Kunden zusammen, wir haben uns aktuell auf Angular festgelegt, und zwar schon Angular 1, das heißt, wir haben angefangen, seit 2009 gibt es die ersten Versionen, da haben wir angeguckt, und 2011 haben wir dann richtig damit gearbeitet, und also schon mit frühen Versionen von AngularJS, wie es damals ja noch hieß, und jetzt arbeiten wir seit Februar mit Angular 2 in Kundenprojekten, obwohl es Angular 2 ja erst seit September gibt. Also das heißt, wir haben in Kundenprojekten mit Alphas und mit Betas gearbeitet, in Absprache mit dem Kunden. Ne? Und wenn es der Kunde halt nicht wollte und der Kunde an dem Zeitpunkt noch Angular 1 wollte oder React wollte, dann war es halt nicht mehr unser Kunde. Weil wir haben gesagt, wir machen nur noch Angular 2. Ja? Das heißt, wir haben da jetzt auch im Team eine sehr große Erfahrung mittlerweile gesammelt in diesen 8 Monaten oder 9 Monaten. Und am Ende sind es 2
Faktoren, die diese Entscheidung beeinflusst haben. Das eine ist die strategische, das ist ein großes Unternehmen dahinter steht, wie Google, das eine große Community dahinter steht mit vielen, vielen Open-Source-Kontributoren und einem Repository, auf dem wirklich Dampf ist und Betrieb ist. Ja? Und auf der anderen Seite eben bestimmte Technologieansätze, die es halt einfach macht, Leute aus der zum Beispiel .NET und Java-Welt abzuholen. Ja? Wenn du jemanden aus einer Windows-Umgebung Klassen, Interfaces und Komponenten erklärst, ist es einfacher, als wie wenn du Functions und Ifs in JavaScript erklären musst. Das heißt, du hast gleich eine ganz andere Sprache, auf der du dich unterhalten kannst, eine ganz andere Architekturebene, basierend auf erfolgreichen Patterns. Ja? Model, View Model, Dependency Injection, Auslagerung von Logik in Services, etc. pp. Alles das, was du in Silverlight, jetzt habe ich das böse Wort gesagt. Also alles, was du in Microsoft-schwangerer Technologie, wie zum Beispiel Silverlight oder WPF mit MVVM eh schon machst, oder auch in der Java-Welt, das hast du jetzt hier halt auf einmal auch. Am Ende ist Angular 2 ein JavaScript-Framework, wird aber in TypeScript programmiert. Das heißt, normalerweise programmieren wir auch, also wir alle auch dann Angular 2-basierte Anwendungen in TypeScript. Das heißt, wer hat denn damals die Keynote gesehen auf der ng Europe 2014, als das Angular-Team Angular 2 angekündigt hatte? Keiner, okay. Das war eine Katastrophe. Das sind vielleicht ganz gute Techniker, aber schlechte Marketingleute. Die haben quasi auf einer Konferenz gesagt, oh, übrigens, Angular 1 ist tot, es kommt Angular 2 und es ist alles anders da. Vor 1000 Leuten, in einem Raum mit 1000 Leuten, Single-Track-Konferenz-Keynote. Und dann haben sie gesagt, wir sind ganz cool und wir machen mal was ganz, ganz funny. Ja? Und dann haben sie zu jedem Feature, was quasi anders da ist, einen Grabstein gemacht mit Rip und Hell's Bells dazu gespielt. Habe ich mir auch gedacht. Zu meinem Company auch gesagt, komm, wir gehen mal raus, wir rufen mal unsere großen Kunden an, weil es war Livestream. Das heißt also, wer diesen Livestream geschaut hat und wer gerade mit Angular 1 was gebaut hat und das gehört hat, also wirklich, wir sind raus und haben unsere vier größten Kunden direkt angerufen und haben gemeint, ruhig, ganz ruhig bleiben, alles ist gut, alles ist gut. Und damals hatte das Google-Team auch eine neue Spracherweiterung zu JavaScript vorgestellt, die hieß AdScript, also AT-Script, also wie das E-Mail-Ad-Zeichen. Und das hat das TypeScript-Team gesehen. Und dann haben die telefoniert und das war die Geburtsstunde, wo das Google-Team mit dem Microsoft-Team und das Microsoft-Team mit dem Google-Team angefangen hat zusammenzuarbeiten. Das war der Zeitpunkt, an dem die Hölle zugefroren ist. Die Hölle ist zugefroren jetzt. Google liebt Microsoft und Microsoft liebt Google. Microsoft macht Open Source und ist der größte Contributor zu Open Source. Also irgendwas ist komisch in dieser Welt. Ja? Und Apple ist auf dem absteigenden Ast. Also irgendwas stimmt nicht. Ja? Gut. Und am Ende des Tages ist TypeScript relativ simpel. Ja? Wir haben halt Klassen, wir haben Interfaces, wir haben Properties, wir haben Konstruktoren. Und hier sieht man eine ganz einfache Komponente. Zum Beispiel jetzt, das könnte jetzt Game Details sein oder Hackathon Details, ja, in der anderen Beispielanwendung. Und ich habe halt eine Klasse mit einer Property Game Data, Entschuldigung, mit einer Property Game und mit dem Event Ended. Und dann habe ich Metadaten. Also in .NET sind es die Attribute, in Java heißen die da auch Attribute, wie heißen denn die? Diese Metadaten? Annotations, Dankeschön. Und hier heißen sie halt Decorators, damit wir halt noch einen Namen mehr haben. Weil es wäre sonst blöd. Das heißt also, diese Decorators werden verwendet, um ein Stück Code mit Metadaten halt zu annotieren. Also in dem Fall, wie heißt das Element im Markup? Also sprich, dieses Game Details im Markup ist dieses Game Details hier. Und die Template-URL, die zeigt eben an, wo dann der tatsächliche View, also der Markup zur Darstellung von dieser Game Details-Komponente liegt. Und dann habe ich exemplarisch hier einen Input- und einen Output-Parameter. Das heißt, das ist mehr oder weniger das öffentliche Interface von dieser Komponente, wo ich Daten setzen und lesen kann, beziehungsweise mich benachrichtigen lassen kann, wenn was in der Komponente passiert. Okay? Oh, leck, ist es warm darin.
mache mal ein bisschen auf, weil sonst halte ich das nicht durch. Ne, doch, geht schon. So, jetzt gehen wir mal rein und gucken uns das mal hier an. Also, ich gehe mal hier rein in das Dashboard. Ja? Das ist jetzt hier die einfache Dashboard-Komponente. Ich habe eine Klasse, Dashboard-Component, die implementiert jetzt hier sogar so eine Abstract-Base-Class. Dieses Event hier, oder dieser Event-Handler, ist quasi aus dieser Abstract-Class, und wir sehen es hier auch, ja, Implementation of ng-on-init in on-init, also das heißt, hier habe ich dann auch wirklich komplett die Metadaten in der IDE. Ich habe hier Dependency-Injection über Constructor-Injection, ja, das heißt also, alle meine Objekte, die ich haben möchte, die Objektinstanzen, lasse ich mir einfach über einen Dependency-Injection-Mechanismus von Angular geben. Den muss ich vorher natürlich konfigurieren, das ist klar, so wie bei jedem DI-Container. Ja, und dann arbeite ich in dieser Methode hier ganz einfach mit diesem Service. Und das Nette ist jetzt, ich bekomme jetzt hier echte IntelliSense, ja, weil ich ja jetzt mit TypeScript arbeite. Und wie der Name sagt, TypeScript bietet mir Types. Also habe ich jetzt hier wirklich streng typisierbare Informationen, wo eine IDE einen Abstract Syntax Tree auch aufbauen kann und mir das gleiche, den gleichen Mehrwert geben kann wie Java in Eclipse oder in IntelliJ oder C-Sharp in Xamarin Studio oder in Visual Studio oder wie auch immer, weil ich jetzt halt wirklich eine angereicherte, typbasierte Sprache habe. Das Nette an TypeScript ist aber, dass es optional ist. Das heißt, ich muss keine Types haben, ich kann Types haben. Ich kann auch ganz genauso weiterarbeiten, wie ich es mit JavaScript vielleicht schon gewohnt bin, weil am Ende des Tages wird jetzt JavaScript daraus gemacht. Zur Laufzeit existiert kein Interface, weil es gibt kein Interface. Ja? Das ist sehr stark konzentriert und optimiert in Richtung Tooling. Dadurch wird TypeScript und Angular 2 ein bisschen aufgebläht, weil diese super coole Leichtgewichtigkeit von der Webwelt geht ein bisschen verloren, zugegebenermaßen, aber die Produktivität und die Fehleranfälligkeit, also die Produktivität steigt und die Fehleranfälligkeit sinkt, weil ich jetzt halt eben ähnliche Tools und Patterns umsetzen kann, wie ich es halt aus den streng typisierten Sprachen her kenne. Okay. Gut. So, jetzt ist es ja alles schön und gut und nice. Das heißt, wir können jetzt richtig geile, wunderbare Web-Apps bauen, aber was ist denn mit der Notwendigkeit, dass wir irgendwann mal weg müssen von diesen Apps, von diesen reinen browserbasierten Anwendungen? So, das heißt, wo habe ich denn die Notwendigkeit, noch nativ sein zu müssen? Nirgends, cool, wer hat es gesagt? Okay, weil... Ja, dann bin ich auch native. Ja. Ja, du sprichst von diesen Ideen von Progressive Web Apps, aber das sind halt leider noch nicht da. Also ich bin vollkommen bei dir, vollkommen auf dem Pfad. Wenn wir uns in 3, 4 Jahren nochmal unterhalten, können wir es wahrscheinlich unterschreiben, aber wir sind noch nicht dort in der Realität. Das heißt, wir haben immer noch die Notwendigkeit, nativ zu werden. Und zwar mobile, aus einem ganz einfachen Grund: Marketing. Ich muss in den App Store. Das ist keine technische Argumentation. Ich muss in den App Store. Bumm, fertig. Ja. Schon, aber die technische Notwendigkeit wäre nicht da, weil das, was er sagt, stimmt. Wir bräuchten wahrscheinlich für 80% der Web-Apps gar keinen nativen Container, weil wir das schon im Browser können. Ja? Gut, auf iOS nicht so gut, aber auf Chrome und Android. Ja? Das heißt, allein die Notwendigkeit, in den App Store zu müssen, ist schon mal ein Faktor. Dann gibt es halt APIs, die funktionieren noch nicht überall gleich. Ein Beispiel: Kamera. Kamera funktioniert im Chrome, hast du ja gesehen, hier auf dem Desktop, geht auch auf meinem Android-Phone, was jetzt mit leerem Akku da im Rucksack liegt, geht aber auf dem iPhone nicht und geht unter Windows auch nicht. Das heißt, es gibt noch ein gerütteltes Maß an ungleichgewichtigen API-Support-Implementierungen. Das ist einfach noch so. Das wird auch noch ein paar Jahre so dauern. Deswegen werden wir die Notwendigkeit haben, eben nativ werden zu müssen. Beim Desktop-H genauso.
wir haben Kunden, die wollen komplett Windows Forms oder WPF ablösen und wollen alle Desktop-Anwendungen nur noch mit HTML5 bauen und die müssen aufs Filesystem. Die müssen auf die Registry. Ja, das ist leider so, weil die müssen ja mit Alt-Software sprechen können. Die brauchen Interprozesskommunikation, um irgendwelche Pipes aufmachen zu können in irgendwelche anderen Alt-Systeme und so weiter und so fort. Das heißt, die Notwendigkeit von nativ wird noch lange Zeit bestehen. Und ich bin komplett bei dir, diese Idee und dieses Movement von PWAs, also Progressive Web Apps, wo ich jetzt auch neue APIs habe, wie Webpush, wie Service Worker, um Offline First besser implementieren zu können und so weiter und so fort. Das ist alles in der Mache, aber das wird noch ein paar Jahre dauern, bis sich das wirklich komplett gesettelt hat. Das war eines der Punkte, den ich vorhin genannt habe, wenn ich Richtung Safari gucke, weil das dauert echt noch Jahre, wirklich Jahre. Okay, das heißt also, wir haben die Notwendigkeit, nativ zu werden. Und die Notwendigkeit, nativ zu werden, haben wir sowohl auf Mobile als auch auf Desktop. Und es soll immer nur ein Opt-in sein. Ja? Das heißt also, in unseren Projekten stellen wir dann raus, naja, 80% der Anwendung kann wunderbar im Browser laufen oder 90%, aber dann gibt es halt ein paar Feature, verdammte Axt, jetzt muss ich doch wieder nativ das Ganze deployen. Ja? Das heißt, es ist ein Opt-in. Das ist eben jetzt der Weg zu diesem Abfallprodukt. Ja? Okay, gut. So, und da gibt es eben für die mobile Welt gibt's ein Toolkit namens Cordova, Apache Cordova von der Apache Software Foundation Open Source Tool. Okay, und dieses Apache Cordova ist jetzt ein Tool, wir gehen mal rüber in die Kommandozeile, wo man jetzt Kommandozeilen basiert, Cordova-Projekte erzeugen kann aus existierenden Web-Apps. Also sprich, du nimmst die App-App und baust eine Mobile-App-App. Das ist so die Idee. Okay? Gut. Das heißt, wir machen hier mal Cordova Create Mobile com tt demos hex. So, jetzt hat er uns hier einen neuen Ordner gemacht, nämlich Gesundheit Mobile. Da gehen wir jetzt mal rein. Und dann machen wir mal so. Na, warte mal, das ist nichts. Machen wir mal so. So. Und er hat uns jetzt ein paar Ordner erzeugt, nämlich Platforms, www, Plugins und Hooks. Hooks können wir mal außen vor lassen, das ist nur so für das Tooling und für den Bildprozess. So, und hier haben wir jetzt Platforms und www. www ist erstmal der wichtige Folder, weil da rein kommt quasi die Anwendung. Ja? Ich gehe mal hinter und starte mal hier was. Ich mache mal hier ein npm run, warte mal. Machen wir so, können wir es besser lesen, npm run start iOS. Hey, was ist denn da los? Dicke Finger. So, okay. Das heißt, den starten wir jetzt mal hinten dran und der baut jetzt aus der existierenden Hex Web App eine schlanke App, die wir dann hoffentlich in dem Simulator hier hinten dran sehen können. So, und was ist jetzt hier passiert? Also, wir haben www. Im www-Folder ist die eigentliche App. Sprich, da wird die Web-App reinkopiert und wird dann verwendet, um für die jeweiligen Plattformen etwas Neues zu erzeugen. Okay, gut. Gehen wir mal hin und gehen wir mal, oh, warte mal, das ist nicht gut. Gehen wir mal hin und gehen mal in Presentation und gehen wir mal in CD Sources, ThinkTecture Hex Client, CD Mobile. So, und dann habe ich hier ein Kommando, das ich mir nie merken kann. Wir fügen jetzt mal diesem Cordova-Projekt die Plattformen hinzu. Und Plattformen meint dann die nativen Plattformen, nämlich Windows UWP, also Universal Windows Plattform, das ist also quasi ab Windows 10. Und Universal Windows heißt ja, diese Software läuft überall, wo Windows läuft. Also auf einem Desktop. Auf der Xbox läuft es auch. Hex auf der Xbox, deswegen mache ich das jetzt hier. Ja? Und auf Windows Mobile läuft es auch noch. Gut, wir fügen Android hinzu und iOS. Ich habe jetzt hier noch ein paar Versionsnummern mit reingenommen, weil Cordova und das ganze Cordova Tooling und die Lips ein eigenes Versionierungsschema haben. Okay. Build succeeded, found phone. Und irgendwas hat nicht funktioniert, ne?
Ja, ich muss mal das Phone hier runternehmen, glaube ich. Ich muss das nochmal bauen. So, also. Was jetzt passiert ist durch dieses Plattforms-Add, er hat jetzt hier hinten einen Ordner gebaut für Android, für iOS und für Windows. Und in iOS habe ich jetzt wirklich ein Xcode-Projekt drin. In Android habe ich jetzt wirklich ein Java-Projekt drin. Und in Windows habe ich wirklich eine Visual Studio Solution drin. Okay? Und jeweils in dem www-Ordner ist dann die jeweilige Web-App drin, die dann später gebündelt wird zu einer App-App. So, jetzt ist ein Problem bei Cordova, ich brauche immer die nativen SDKs dazu. Also ich brauche das iOS-SDK, ich brauche das Android-SDK und ich brauche das Windows-SDK. Jetzt ist es natürlich so, Microsoft gibt uns das Windows-SDK nicht für macOS. Und Apple gibt uns das iOS-SDK nicht für Windows. Deswegen habe ich eigentlich primär ein Apple, weil wenn ich iPhone und iPad-Apps kompilieren will, mit Cordova brauche ich das native SDK, mit einem nativen Tooling, mit einem Apple Developer Account, mit Provisioning Profiles, mit Zertifikaten, der ganze Rotz. Der ganze Rotz. Da bin ich vollkommen bei dir, das will niemand eigentlich. Ja? Aber ich brauche es halt leider noch. So, jetzt hat der Build succeeded, jetzt dauert es wahrscheinlich noch immer 30 Sekunden, bis sich dieser tolle Simulator bequemt, die App dann auch wirklich zu starten. Das ist geil, nämlich der ist schon lang fertig und jetzt gibt es irgendeinen Deadlock in dem aktuellen Tooling von Xcode, was jetzt Daumen dreht wahrscheinlich und irgendwann macht es plopp und das Ding kommt hoffentlich hoch. In der Zeit, Live Coding at its best, ja, OP am offenen Herzen, nur so. Irgendwas macht er da hinten, ne? Aber was ist noch nicht so ganz klar, oder? Das ist nicht von mir. Das ist nicht von mir. Ist das der Lockscreen? Der Simulator ist eingefroren. Geil, ne? Ah, warte mal! Der ist echt komplett eingefroren. Ich kann nichts machen auf dem Ding immer. Na gut, wir warten mal noch ein bisschen. So, wir gehen in Mobile, wir gehen in Platforms und da haben wir jetzt eben dieses iOS und wir warten halt immer noch. Ja, ist toll, dass das jetzt so gut in der Demo funktioniert. Nee, der ist komplett abgesammelt hier. Ja, machen wir jetzt auch. In der Zeit sprechen wir über den Desktop. auf dem Desktop will ich etwas Ähnliches haben. Ne? Auf dem Desktop will ich die Möglichkeit haben, zu sagen, dass ich aus meiner Web-App jetzt eine Desktop-App machen kann. Und das machen ganz, ganz viele. Zum Beispiel WhatsApp. Zum Beispiel Spotify so ähnlich. Spotify verwendet nicht Electron, aber einen ähnlichen Ansatz mit einem nativen C- und QT-basierten Ansatz und darin dann CEF, also Chromium Embedded Framework. Aber Microsoft zum Beispiel. Microsofts Visual Studio Code ist komplett in Electron mit HTML5 geschrieben. Das heißt, der Code-Editor und die IntelliSense und das Bundi-Bundi ist komplett mit HTML und mit JavaScript und mit CSS gebaut und der native App-Rahmen ist komplett mit Electron gemacht. Okay? Slack jetzt seit neuestem auch. Genau. Genau. Das heißt, wir hätten da gerne die gleiche Idee, dass wir aus der Web-App eine App-App machen, aber jetzt bei Electron ist es so, wir brauchen keine nativen SDKs, sondern die bringen alles mit. Das hört sich erstmal cool an, bedeutet aber, Hello World App ist 120 Megabyte groß und eure Business App ist 121 Megabyte groß. Das heißt also, Electron bringt Node.js mit und Chromium, also Node.js, um über Modules oder über APIs dann direkt mit der Betriebssystemplattform sprechen zu können und Chromium oben drüber, um eben Bundi-Bundi zu haben, halt die View Engine. Okay. Weil Bundi-Bundi ist ja wichtig, ne? So, jetzt lassen wir hier den noch einmal laufen, danach habe ich auch keine Lust mehr, ehrlich gesagt. Wobei, das machen wir nachher, oder? Machen wir es jetzt? Ne, wir machen es jetzt. Okay, den schicken wir noch einmal da rein und den schicken wir jetzt noch einmal da hoch und sagen hier npm run build desktop. Desktop. Jetzt hoffe ich, dass die zwei Tasks sich nicht gegenseitig stören, weil ich mache jetzt hinten Mobile und da jetzt
Desktop. Jetzt bin ich echt gespannt, was da rauskommt. Am Ende des Tages brauchen wir für jede Plattform, also für Linux, für macOS und für Windows Desktop. Siehst du? Man soll am Samstag früh nicht arbeiten. Man soll am Samstag früh nicht arbeiten. Aber es könnte sein, dass das sich jetzt hinten in den Kopf schießt, oder? Ja, glaube ich auch nicht. Das war jetzt etwas zu übermütig von mir. Also der baut jetzt die Web-App und jetzt fängt er an, die Plattform zu bauen. Nee. No such file, schlag mich tot. Boah, lecker mio, was ist denn hier los, ey? Also, wir machen den Build weg. Wir machen den Dist weg. So, dann gehen wir hier hin, halten den an, starten den noch einmal, dann haben wir nämlich den Build. Wäre ja cool, wenn wenigstens eine Demo funktionieren würde, oder? Die erste hatte, ja. Das ist aber Real World jetzt, ne? Es läuft ja im Browser, fertig, ne? So, also, das heißt, jetzt haben wir hier den Bildordner wieder, oder? Irgendwo, jawohl, ist der Bildordner, okay. Und jetzt gehen wir hin und hauen noch einmal den da rein. Und wenn es jetzt nicht funktioniert, dann hat sich irgendwas an den Versionen wahrscheinlich geändert. Always pin your versions, ne? So, jetzt gucken wir mal, was passiert. Nee, der hat überhaupt keinen Bock auf uns. Und was ist es? No such file or directory. Das ist auch geil, oder? Electron Packager. Das ist noch weiter oben über den ersten Error. Danke. Noch weiter? Wie weit? Du sagst Stopp. Nee, um Gottes Willen. Aber wir machen nichts mit Sudo. Das ist eigentlich alles da schon, weil wenn ich jetzt hier Electron nehme, das ist da. Ja, so ein Käse, oder? Also. Nee, ich versuche jetzt mal was anderes. Offen ist nichts. Offen ist soweit nichts. Tja. Dann war irgendwas in diesem anderen Branch, was anders da ist. So, wir haben jetzt ein Dist, Desktop, und haben da jetzt einmal für OS X, einmal für Linux und einmal für Win32 und haben hier eine App mit schönen Bundi-Bundi-Icon. Und starten die jetzt mal, oder? So, das heißt, ich habe hier jetzt eine macOS X App komplett integriert in macOS X, auch mit einem wunderschönen About-Dialog. Ja. Und wenn wir uns hier anmelden, wer weiß das Passwort? Also komm, immer noch. Und
wenn ich jetzt hier oben gucke, ich habe hier oben noch so ein Task Tray, Bar Tray, Task Bar Icon, App, wie auch immer das heißt. Und ich kann jetzt Interprozesskommunikation machen. Das heißt, ich gehe jetzt hier oben in dem einen Prozess auf dieses Command und er wechselt unten die Daten. Dass es so scheiße ausschaut, hat was mit der Internetverbindung zu tun übrigens. Jetzt hat er die Daten. So, das heißt also, ich kann, um jetzt auch den Mehrwert, ne, Integration ins Betriebssystem, Zugriff aufs Filesystem, Zugriff auf lokale Ressourcen, Zugriff auf externe Prozesse, Interprozesskommunikation, das kann ich alles mit Electron machen. Und jetzt probieren wir noch einmal den Mobile Build, oder? Hä? Ja, komm schon. npm run start iOS. Weil der sollte dann eigentlich hier auf den Simulator kommen. Was der jetzt macht, ist, er lädt jetzt verschiedenste sogenannte Plugins runter. Und in Cordova, Plugins sind quasi die Nahtstelle zur nativen Plattform. Die haben oben ein JavaScript-Interface, ein sehr, sehr dünnes und schmales. Und unten drunter gibt es dann die jeweilige native Implementierung. Also einmal in Objective-C beispielsweise für iOS, einmal in Java für Android und einmal in C-Sharp für die Windows-Welt. Okay? Und wir brauchen hier einmal die sogenannte WK-Webview. Und wir brauchen aber auch noch ein paar andere Plugins, die ich euch gleich zeige. Die WK-Webview ist etwas Interessantes. Und zwar hat Apple es jahrelang nicht erlaubt, dass außer dem Mobile Safari Browser andere Apps auf iOS die hochperformante JavaScript-Engine vom Safari nutzt. Dafür gibt es die sogenannte UI-Webview. Und die UI-Webview ist scheiße langsam, bietet keine Just-in-Time-Kompilierung für JavaScript-Code, hat die 350 Millisekunden Touch-Delay, die jeden nerven, ja, die Engine. Und hat keine modernen Features, wie zum Beispiel die Index-DB oder sowas. Da gibt es eine neue Engine, die heißt WK-Webview, also für WebKit-Webview. Die hat all das drin und hat auch diese 350 Millisekunden Touch-Delay nicht mehr. Und hat halt alle neuen Features drin. Und eben auch JIT-Kompilierung. Oh, er ist schon fertig. Mal gucken, was passiert. Und diese WK-Webview sollte man immer in seine Cordova-Anwendung mit hinein deployen, weil ansonsten hast du eben dieses Gefühl der ersten Generation an Mobile-Apps, die man mit HTML5 gebaut hat, wo es dann hieß, das ist aber scheiße langsam. Das ist doch mit HTML gebaut, oder? Weil da diese 350 Millisekunden immer drin waren. Android hat es schon lange nicht mehr, also beziehungsweise Chrome hat dieses Delay schon lange nicht mehr und Safari, beziehungsweise die WK-Webview halt jetzt erst seit ein paar Versionen. Keine Ahnung, also irgendwie hat er keinen Bock auf Samstag früh, ne? Ist er jetzt schon wieder eingefroren? Ja, ist geil. Schon wieder eingefroren. Jetzt leckst du mich am Buckel. Jetzt aufs Phone. Du kannst mich echt mal am Abend besuchen. Wie heißt das Kommando? Start iOS on Device. So. Und in der Zwischenzeit, also ne, so schaut das Phone jetzt aus. Ja. Das heißt, da ist noch nichts drauf deployed. Ich lasse es mal so liegen hier. Weil wenn es irgendwann... Ich weiß, aber der ist leider nicht wirklich stabil auf der Maschine. Aber ich folge mal deinem Rat. Aber leider stürzt der auch ständig ab. Ich glaube, ich brauche einfach eine neue Maschine. Mit Touchbar. So, okay, gut. Das ist mein Phone, okay? Gut. Übrigens, die geilste App, die ich habe, ist die Rasenroboter-Fernsteuerungs-App. So, okay. Der installiert und dann können wir ja hinten schon mal langsam das Wrap-up machen, während der hier noch läuft. Okay, das bedeutet, am Ende des Tages waren zwar die Demos ein bisschen hakelig, aber das schulde ich jetzt einfach mal hier irgendwie der Installation auf meiner Maschine. Was man immer irgendwo braucht, ist
ein wie auch immer gearteter Bildprozess. Also ob ihr jetzt Grunt macht oder ob ihr Gulp macht oder ob ihr nur mit NPM hantiert oder ob ihr Webpack nehmt oder wie auch immer, das ist mir völlig wurscht. Hier in diesem Beispiel haben wir halt hinten dran als Engine Gulp verwendet und haben halt vorne dran einfach ein paar NPM-Kommandos als Aliase genommen. Ja, und für diejenigen, die sich noch daran erinnern, das war der Satz, mit dem Java vor über 20 Jahren auf den Markt kam, write once, run anywhere, mit HTML5, mit JavaScript und oder TypeScript, mit irgendeinem Single-Page-Application-Framework eurer Wahl, ob das jetzt Angular 2 ist oder React ist oder Vue oder wie auch immer, und eben mit der optionalen Möglichkeit, ein App-Abfallprodukt generieren zu können, entweder mit Cordova für die mobilen Plattformen oder mit Electron für die Desktop-Plattform. Ich glaube, da sind wir schon relativ nah an der Beantwortung dieser Frage in Form von ja. Ja, also wir haben hier Windows 7, die Windows 7 VM habe ich jetzt mal weggelassen. Ja, also wir haben Windows 7, wir haben den ganz normalen Browser, wir haben Windows 10, wir haben hier Ubuntu, wir haben hier die Mac-App und haben hier jetzt, hier ist Windows 10 jetzt, Windows 10, iPhone, iPad und eben Android. Und alles tatsächlich mit einer Codebasis, aber natürlich nicht mit 100% Code-Deckung. Das ist die wichtige Nachricht, weil dann bräuchte ich ja... Dann, oh, das hat jetzt aber an meiner Ehre gekratzt, ich sag's euch nur. Ja. und wir haben jetzt hier eben komplett auch dieses Gänsehaut, ja, dieses Slide-In-Menü, könnten uns jetzt anmelden, ob das jetzt funktioniert. Ja, der Identity-Server, ich meine, wer sonst? So, und jetzt Vorsicht, jetzt aufgepasst hier. CTT ist es, glaube ich, oder? Nein, ist nicht mehr da. Jetzt hier das Passwort. Christian at, wie sagt das Finanzamt daheim? Ding Dekture. Herr Weyer, Sie sind ja von Ding Dekture. Ja, genau. Huch! Genau, und jetzt habe ich also hier die Mobile App und kann hier schön smooth scrollen, ja, mit schönem Parallax-Effekt, sondern mit diesem, na, Gummiband, wie heißt denn das Ding? Ja, genau, Rubberband, danke. Kann eben dieses Menü ein- und ausblenden, kann aufs Profil gehen. Und wenn jetzt alles funktioniert hat, alles, und ich glaube ja heute nicht mehr dran, ne? Nee, Moment. Das war doch noch gar nicht der Klatscheffekt. Und es hat eben nicht funktioniert, guck. Doch, da ist er. Jetzt bin ich native, weil jetzt will er auf die native Kamera zugreifen. Ja, erlauben. Kamera umdrehen. Bumm. Und jetzt, ja, das geht schon. Das ist ein Kreis. Ja. Und das war jetzt quasi die Integration von der Angular TypeScript-Welt über dieses Cordova-Plugin mit der nativen iOS-Welt, was auf Android genauso funktioniert, wie auf Windows genauso funktioniert, wie auf BlackBerry übrigens auch. Es gibt wirklich noch Kunden, die noch BlackBerry haben wollen. Aber die versuchen wir wegzuschicken. Ja. Okay, in diesem Sinne... Write once, run anywhere. Ich glaube schon, man muss immer nur mit Bedacht drauf gucken, wo macht es wirklich Sinn, wo brauche ich wirklich einen nativen Container und wo kann ich es nicht schon allein mit der Web-App und dem Browser lösen. Und ich brauche eben, ich sag mal, geschickte Frameworks, wo ich dann über Dependency Injection das relativ sexy implementieren kann. Mobile Camera Service heißt der. Implement, warte mal, find usages in the factory. So, hier, das ist zum Beispiel die Stelle, an der ich zur Laufzeit einfach über Dependency Injection und Runtime Detection entscheide, nutze ich die Desktop-Kamera oder nutze ich die Mobile-Kamera. Und so könnte ich das haargenauso machen mit anderen Features. Entweder mache ich es zur Laufzeit und deploy dann halt einen Code für alles, oder ich mache es zur Build-Zeit, und ich verwende dann halt nur die Implementierung, die dann für die jeweilige Zielplattform notwendig und sinnvoll ist. Hab beide Optionen, aber über Dependency Injection kann ich es eben auch zur Laufzeit machen. Okay? Gut.
Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank für das Human Debugging, für die Unterstützung. Wer die Demo-App sich mal angucken will, das wäre der Download-Link. Ansonsten, wie gesagt, Feedback immer gerne auch per E-Mail, elektronisch oder jetzt auch noch persönlich. Jetzt haben wir quasi 8 Minuten Pause. Oder wie auch immer. Ich meine, das muss der Christian dann gleich regeln. Also vielen Dank nochmal fürs Kommen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und ja, ein schönes Wochenende noch. Danke fürs Zuhören.